Ja, hallo zusammen. Lange ist's her, als ich hier gesessen bin und ein Video gedreht habe. Das hat sehr viele Gründe und darüber quatschen wir heute. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Bis gleich. Ja, ich bin's, Pascal von Gallusbrick und herzlich willkommen. Es sind einige Monate vergangen, seit ich das letzte Video gemacht habe. Und ich glaube, ich bin auch ein bisschen eingerostet, aber ich probiere natürlich das Beste. Und ich habe natürlich das Licht vergessen, hier ein bisschen zu drehen. Seht ihr, so gut bin ich vorbereitet. Spaß beiseite. Falls ihr mich noch nicht kennt, Kanal abonnieren, Glocke drücken, damit ihr keiner meiner Videos verpasst. Oder guckt auch mal nach, was ich schon alles gemacht habe. Ja, dass ihr auch wisst, dass ich das Video wirklich jetzt aufgenommen habe. Hier ist die neueste Minifigurenserie 23. Ich finde sie riesig. Auch hier mit dem Kapitän. Absolut spitze. Elfenmädchen. Absolut spitze. Es hat vier Weihnachtsfiguren dabei. Kleine Schleichwerbung. Verlinke ich euch unten auf shop.gallusbrick.ch. Alle Freunde aus der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein. Könnt ihr die ganze Serie bestellen. Und auch die, die weiter weg wollen. Unten hat es einen Affiliate-Link vom Lego Shop. Falls ihr was einkaufen möchtet, dürft ihr den natürlich gerne benutzen. Würde mich sehr freuen. Und ja, warum habe ich so lange Pause gemacht? Es ist ganz einfach. Ja, es ist ein bisschen Jubeltrubel auf der Welt, sprich in Europa. Die ganze Stromdebatte, alles ist ein bisschen strange. Dann wird die ganze Zeit über Lego gehatet. Ich sag's jetzt mal so. Ich weiß, das Preismanagement ist zum Teil fragwürdig, aber wir haben alle das gleiche Hobby und ihr wisst, bei mir geht es um den Spaß und um das soll es auch heute gehen. Ich habe nämlich geackert für mich, für meinen Lego-Laden, für euch. Ich habe meinen Bricklink-Shop erweitert. Ich habe hier hinten noch mehr Gestelle, noch mehr System. Das gibt viel Arbeit, die das selber auch ein bisschen macht. Ihr wisst, das ist wirklich nicht ohne. Und das Wichtigste ist, am 1. Oktober feiere ich mein dreijähriges Jubiläum und da muss ich jetzt natürlich ein bisschen planen. Und ich lade euch auch alle herzlich ein, kommt am 1. Oktober 2022 bei mir von 10 bis 16 Uhr vorbei. Es gibt für die ersten 60 Kunden ein exklusives kleines Geschenk. Es gibt 10% Rabatt auf alles und bringt eure Freunde mit. Das wäre natürlich riesig. Alle, die in der Region wohnen. Ihr dürft natürlich von Berlin, von überall her kommen, wie ihr wollt. Würde mich natürlich umso mehr freuen. Ob ich dann wirklich Zeit habe, um fest mit euch zu quatschen, sei dahingestellt. Aber ihr dürft auch nicht am Jubiläum, sondern irgendwann vorbeikommen. Das würde mich riesig freuen. Und ja, mein Lego-Projekt ist 3 Jahre schon am Laufen und ich sage jetzt mal Projekt, es ist meine Firma, ich habe das aufgebaut, meine Frau hat mich unterstützt, indem dass sie die Werbung, die Drucksachen mit ihrem Plotter gemacht hat. Ich habe viele Freunde, die mir geholfen haben mit dem Design von meinen Flyern und ich probiere da aber auch immer ein bisschen daran zu wachsen. Und ihr seid da auch immer gefragt und ich finde das immer richtig cool, wenn da sehr konstruktives Feedback darauf zurückkommt. Das sind Kunden, das ist eine wahre Community, das sind Lego-Fans und Lego-Freunde und Klemmbausteinfreunde. Wir sind eine große Familie und das finde ich so cool, dass man immer so schönes Feedback zurückbekommt. Und ich denke, ich werde jetzt immer alle 2 Wochen ein Video machen. Ich hoffe, ich finde die Zeit dafür. Ihr wisst, ich habe Familie, ich habe auch noch einen anderen Job. Es ist immer was los und darum muss ich mit meinen Ressourcen ein bisschen schonend umgehen. Ich bin da ganz transparent zu euch. Ja, jetzt habe ich sehr viel gequatscht und wir lassen das auch für heute so sein. Nächste Woche schaltet doch wieder ein. Nächste Woche, in 2 Wochen schaltet doch wieder ein. Würde mich sehr freuen. Sonntag um 19 Uhr. Das möchte ich gerne beibehalten. Falls ihr das nicht gut findet, schreibt es mir doch unten in die Kommentare, was für eine Zeit ihr lieber bevorzugen wollt. Vielleicht ist da
Primetime und man hat überhaupt keine Zeit dafür, würde ich mich mal wundernehmen, was ihr für Erfahrungen habt. Genug gequatscht. Danke vielmals fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.